Gebete zu Jesus und Maria der Barmherzigkeit. Das Gebet der gesegneten Mutter der immerwährenden Hilfe. O Maria, Mutter der immerwährenden Hilfe, bitte erbarme dich unser. Ich weiß, dass ich schwach, sündig und deiner Liebe nicht würdig bin, doch bin ich fest davon überzeugt, dass du mich trotz allem liebst. Bitte lass mich meinen Glauben nicht verlieren, obwohl ich oft nicht auf mein Gewissen höre, meinen Glauben verleugne und andere Unrecht behandle, bin ich fest davon überzeugt, dass du mich trotz allem liebst. Liebe Mutter Maria, bitte bete für uns, lass uns immer den Mut haben, im Angesicht von Schwierigkeiten standhaft zu bleiben, um die Herausforderungen des Lebens zu überwinden. Barmherzige Mutter, erbarme dich unser in der letzten Stunde. Bitte lass mich für den Rest meines Lebens als Kind in deinem Arm bleiben. Heilige Maria, Mutter der immerwährenden Hilfe, bitte für mich. Amen. Das Gebet der göttlichen Barmherzigkeit. Herr Jesus Christus, Gott der Barmherzigkeit, aus Mitleid mit deinen sündigen Menschen kamst du auf die Erde, um uns zu retten. Doch die Menschen lehnten dich ab, grausam wurdest du im Tod gekreuzigt. Selbst zum heutigen Tag, nach tausenden von Jahren, wird Gottes Barmherzigkeit wieder beleidigt. Menschen verachten dich, sie zerstören Gottesbilder und verwandeln die Kirche zu einem Ort des Verbrechens, sodass im Laufe der Jahre der christliche Glaube verkümmert. Wir aber glauben trotzdem an deine Barmherzigkeit, denn du selbst bist die Quelle der Seligkeit, der wir all unsere Liebe und Vertrauen schenken möchten. Herr Jesus Christus, Gott der Barmherzigkeit, wir bitten dich, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und das Leid, welches du am Kreuzweg erlitten hast. Bitte erbarme dich unser und alle Menschen von dieser Erde. Bitte lass den Samen des Glaubens, den wir von dir empfangen haben, in uns und in der Gnade Gottes wachsen und werde uns zum ewigen Segen Gottes. Schenke Glauben an uns alle, die im Leben Zweifel haben. Führe zur Umkehr aller, die große Schuld auf sich getragen haben. Gewähre allen Barmherzigkeit, die um Vergebung bitten. Möge Gott uns beschützen und bewahren. Wir bitten dich, bitte erhöre uns. Wir bitten für unsere Familie und unsere Lieben um Gottes Barmherzigkeit. Möge Gott uns beschützen und bewahren. Wir beten zu Gott, bitte erhöre uns. Gott segne die Priester, die Ordensleute und die Christen, die Gottes Barmherzigkeit verkünden. Möge Gott uns beschützen und bewahren. Wir beten zu Gott, bitte erhöre uns. Möge Gott uns erleuchten durch die Fürsprache der heiligen Faustina. Die Menschheit ist für den Empfang von Gottes Barmherzigkeit offen. Möge Gott uns beschützen und bewahren. Wir beten zu Gott, bitte erhöre uns. Heilige Faustina, bitte für uns. Amen. Das Gebet zu unserer Mutter Maria von Fatima und Mutter Maria von Lourdes. O Maria, Mutter der unbefleckten Empfängnis, aus Mitleid mit den Menschen von dieser Welt kamst du auf die Erde, um uns Menschen zu retten. Du hast deine liebevolle Botschaft an drei kleine Kinder von Fatima und arme Mädchen von Lourdes verkündet. Du willst, dass wir alle umkehren, Sünden vermeiden und mit dem Rosenkranz beten. Denn die Barmherzigkeit Gottes wurde so oft beleidigt und der Zorn Gottes nahte, weil der Teufel, das Böse und seine Verbündeten uns immer Schaden zufügen. Da die Kriege, die Naturkatastrophen und die Epidemien überall in der Welt Verwüstung anrichten. Aber wir vertrauen dennoch auf Gottes Barmherzigkeit und verlassen uns auf deine Liebe. Bitte beschütze und behüte uns, zeige uns, wie wir ein Leben im Glauben Gottes führen können. Seid glaubhaft an die Wunder des Rosenkranzes und betet eifrig. Widmet euch den Kranken und teilt mit den Unglücklichen. Lasst alle von eurem Glauben an Gottes Barmherzigkeit und der gütigen Liebe von Mutter Maria erfahren. Habt Erbarmen mit den Kranken, denen die Gottesbarmherzigkeit erwarten und jenen, die Mutter Maria anbeten. Möge Mutter Maria die schweren Kranken heilen, damit die Herrlichkeit Gottes immer erleuchten. Erbarme dich aller Toten, besonders derer, die durch den Krieg, die Naturkatastrophen und die Pandemien plötzlich aus dem Leben gerissen wurden. Verzeih alle Schuld und schenke ihnen deinen Frieden. Gelobt seist du, Maria, Mutter Gottes. Gelobt seist du, Maria, die unbefleckte Empfängnis. Unsere liebe Mutter von Fatima, unsere liebe Mutter der immerwährenden Hilfe,
Bitte rettet die Menschen in der Ukraine und in allen Ländern der Welt vor dem Chaos des Krieges. Wir beten inbrünstig zu dir, bitte erhöre uns. Unsere liebe Mutter von Lourdes, unsere liebe Mutter Maria, Mutter der Kranken, bitte heile uns, Körper und Seele, von allen Krankheiten. Wir beten inbrünstig zu dir. Bitte erhöre uns. Heilige Bernadette, bitte für uns. Heilige Lucia, Jacinta und Francisco, bittet für uns. Amen.